Holger. Danke sehr. Dankeschön. Bin ich alle da? Also, was machen Sie eigentlich hier? Sitzen Sie hier rum und verpassen Sie Geschichte, sagen Sie mal? Es gibt doch ein so tolles Programm gerade aus der Sowjetunion, was da gesendet wird. Mensch, Kinder, diese Serie, der Hauptheld, Gorbi wurde schon abgelöst. Sie war praktisch, er lernt ja nur noch synchron sprechen. Er lernt überhaupt sehr schnell, haben Sie schon gemerkt? Vor allem von Jelzin. Da kann man ja froh sein, dass Jelzin gesiegt hat beim Putsch. Wenn ein anderer gesiegt hätte, wenn einer so schnell lernt, der lernt auch leicht mal was Falsches. Ja, nicht wahr? Und da hat Gorbi ja noch eine große Vergangenheit vor sich. Man wundert sich doch, dass so viele Republiken da austreten. Die haben ja gar nicht so viele Republiken, wie da jetzt austreten, nicht wahr? Heute hat sich sogar schon die UdSSR abgespalten aus der Sowjetunion. Und ich glaube, sogar Bayern hat sich abgespalten aus der aus Deutschland, nee, ist egal, bei denen komme ich immer ganz durcheinander, aber wir Deutschen werden überhaupt nicht gefragt, das ist ja das Unverschämte, nicht? Wir mussten die Russen groß um Erlaubnis fragen, bei unserer Einheit hätten die sich nicht ihren Zerfall von uns genehmigen lassen können? Das ist doch unser Gorbi, kommen die Russen dazu, sich so in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen? Treten die denn Stück für Stück zurück und noch mehr und noch mehr? Was heißt, nur weil Gorbi irgendwie auf Leute gehört hätte, die ihn betrogen haben? Da müsste bei uns das gesamte deutsche Volk zurücktreten, sich verabschieden. Wir haben auch auf Leute gehört und Kohl sogar gewählt, obwohl wir lange vorher gewusst haben, dass er uns betrügen wird. Da sieht man bei den Russen eben, dass wir 1989 stehen geblieben sind. Wir hätten auch eine ostdeutsche Republik ausrufen sollen, nicht? Statt dass die Ossis sich von uns abhängig erklären. Aber so ist die Einheit ein Putsch à la Moskau, der eben nach 3 Tagen leider nicht glimpflich ausgegangen ist. Ja, das ist, wir sind nicht spielerisch mehr genug, ja? Weil wir zu erwachsen geworden sind in unserer Demokratie. Weil wir keine Fragen mehr stellen. Nur Fragen sind Kinderkram, warum dieses, warum jenes, wer macht, wer hat, dann ist mal so, nicht wahr? Wer bei uns als Erwachsener gelten möchte, stellt ja keine Fragen mehr. Und wer als Demokrat gelten will, erwartet ja auch keine Antworten mehr darauf. Ja, nicht umsonst feiern wir immer alles gleichzeitig, vor 2 Jahren, aber gleichzeitig 40 Jahre Frieden, 50 Jahre Krieg. Nicht? Damit man ja nicht auf die Idee kommt zu fragen, was war uns eigentlich lieber. Nicht? Naja, also die Vergangenheit ist schon ganz lieb. Nicht? Wenn wir die nicht hätten, dann müssten wir sie ja erfinden. Sonst wäre die Gegenwart das Einzige, was wir uns zu Schulden kommen lassen. Ja. Und von der Gegenwart ist da kaum was übrig noch. Guck mal, was ist denn, nur als Beispiel mal immer gesprochen, was ist übrig zum Beispiel von 40 Jahren Westdeutschland? Also was wir hätten mitbringen können so in diese Eheeinheit als Mitgifte. Der alte Bundestag zum Beispiel, ja, hätte herrlich gepasst, hätte man ein schönes Museum drumherum gebaut. Nix, man hat ihn eingerissen, ja, wegen Baufälligkeit. Wer will, kann natürlich darin ein Gleichnis sehen, nicht wahr? Eine Gleichung mit damals noch 491 Unbekannten. Und von denen ist ja auch nichts mehr übrig. Guck mal, der Einzige, der immer übrig bleibt, ich komme auch nicht dran vorbei, es tut mir leid, ist Kohl, was soll ich machen, nicht wahr? Ja, no. Was ist denn? Ich kann auch nicht dafür. Den wären wir auch nicht los, da brauchen Sie gar nicht denken. Wie soll man auch Kohl ersetzen? Das müssen Sie mir mal erklären. Wie soll man nichts ersetzen? Wie soll das wohl möglich sein? Was denn? Da ist er bei uns auch spät damals dran gescheitert. Spät? Spät. Doch, eine kennt ihn noch. Gut, danke. Der wollte ja auch nach Bonn. Übrigens, er ist ja jetzt noch Ausschussware. Zur Ausschussware hat er es gerade gebracht. Ich glaube es nicht. Mit seinen Albtraumschiffreisen. Ich glaube es wirklich. Ich habe ihn noch nie gesehen in den einschlägigen Serien neben Sascha Hehn. Habe ich ihn noch nie gesehen. Bloß, was wollte der in Bonn? Das habe ich auch nicht... Was wollte der damals in Bonn? Wollte er Kohl einen Denkzettel verpassen? Ne? Oder für Kohl wirklich ein Zettel reicht? Jetzt aber Schluss. Das geht so nicht. Wir können nicht immer über Kohl so viel lachen. Das ist wirklich gemein auch. Ja? Weil Kohl ist ein ganz normaler Mensch. Was wollen Sie? Wirklich, ein Mensch wie du und... aber nur Schluss. Also jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja? Schluss. Das geht nicht.
Wenn er wirklich mal gehen muss, dann muss ich mir die ganzen Bemerkungen wieder sparen. Dann reut es mich natürlich auch im Nachhinein. Man hängt ja doch irgendwie dran. Ich war, nee, also dann lasse ich es lieber gleich weg. Erinnern Sie mich mal dran, dass ich Ihnen von Kohl möglichst nicht erzähle. Obwohl sicher immer der Kohl in mir durchbricht. Naja, vor allem, wenn es ums Deutsche geht. Ja, und Deutschland heißt bei ihm ja immer Gedenken. Geschichte. Später. Ja, und Geschichte heißt bei ihm ja Rückblick. Und Rückblick ist immer auch was Besonderes. Rückblick heißt zurecht rückblicken. Also, ja, immer die bessere Wahrheit nehmen. Ist egal, was es ist, ob es jetzt Atommüll ist oder Ozonloch, ja, oder Waffenexporte. Wir nehmen die Wahrheit, wo wir sagen können, nein, wir bekennen uns unschuldig. Was kümmern uns Vernichtung von Leben und Umwelt? Hauptsache, wir können ihrer irgendwann mal richtig gedenken. Was ist ein ganzer Wald gegen einen Gedenktag für diesen? Und die Erde, ich bitte Sie, die Erde nennen wir ja nur deswegen noch unser eigen, weil die Sperrmüllabfuhr sie eben immer stehen lässt. Doch egal. Das ist Teil der neuen Schuld. Ja, es gibt ja in Deutschland die neue Armut, wie Sie wissen, aber es gibt auch die neue Schuld. Puh, das ist ein furchtbar schwieriges, komplexes Problem. Weil wir wollen uns ja von der Schuld lösen und doch deutsch bleiben. Ja, dabei hängt es so ursächlich zusammen. Ja, es sind praktisch zwei Worte für denselben Tatbestand. Wirklich, wirklich wahr. Ich kann, am besten kann ich es an einem Beispiel erläutern, an den Aussiedlern. Da sehen wir es ja am besten. Ja, die kommen ja von weit her, von Russland kommen sie her. Und wenn es hinter Russland auch noch was gibt, kommen sie auch da noch her. Ja, ja. Von Kasachstan, da kommen die ja her. Nicht wahr? Honecker, der soll ja jetzt aus Kasachstan kommen, zurück. Der behauptet bestimmt, er wäre deutsch gewesen, ja? Irre, ja? Das heißt, Sie können heute verbrochen haben, was Sie wollen, wenn Sie mal deutsch waren, verjährt nie, ja? Das Einzige, was wirklich beruhigend ist an der Geschichte, ist eben, dass alles das, was wir in die Hand nehmen, dass das am Ende irgendwann mal feierlich wird, bis es allen passt. Und uns passt doch nur wohl schon lange, guck mal. Wäre mal einer dabei, der mal unterbrechen würde das ganze Theater und sagt, halt, ich habe nicht richtig verstanden. Nee, ach nee, wir haben Wahlen, ja? Wir sollen ein Kreuz machen. Ein Kreuz darf man machen, ja? Nicht mal drei, wie wenn man nicht richtig schreiben könnte, unverschämt. Keiner sagt, bin ich Analphabet, wieso denn nur ein Kreuz? Jeder macht. Wir verstehen viel zu viel, wirklich, viel zu viel. Und keiner von uns ahnt ja auch nur, dass wir gar nicht verstanden haben und wir selber ja auch nicht, denn es sagt uns ja keiner. Und Demokratie ist ja, dass man es immer auch gesagt bekommt. Was kümmert uns ein Missverständnis? Hauptsache, es ist einleuchtend. Wir fragen erst bitte, wenn es gar nichts zu verstehen gegeben hat, dann kommt plötzlich aus jeder Ecke, bitte, was? Ich habe es verheert? Was habe ich denn gesagt? Ich kann mich ja nicht erinnern. Bitte, Sie können sich nicht erinnern. An was? Was Sie gesagt haben. Ja, was Sie gesagt haben. Was ich gesagt habe. Neu eher. Ach so, ja, das kann ich ja nicht wissen. Ja, deswegen habe ja ich gefragt. Bitte? Das habe ja ich Sie gefragt. Mich jetzt gefragt. Neu ihn. Ach so, ja, ich habe ja gar nichts gesagt. Ja, aber ich habe es doch vergessen. Bitte? Das fragt doch ich ganz seit wann. Grad wen Sie? Mich jetzt gefragt, neu ihn, ach so, ja, ihn jetzt, ja, so, ja, bitte, ja, ich hab's verstanden, ja, ich hätte es jetzt auch verstanden, ja, ich auch. Wieso fragen Sie dann bitte? Das hat doch Sie mich gefragt. Mich jetzt gefragt? Nein, ich jetzt? Nein, Sie. Ach so, mich? Ja. Ja, ich hab's ja verstanden. Ja? Ja, ich hab's ja gesagt. Was? Ja. Ja, ich hab ja gesagt. Sie hatten doch bitte gesagt. Wieso? Weil Sie es vergessen hatten. Ja, was denn? Was ich gesagt habe? Doch hätte ich bitte gesagt. Haben Sie gesagt. Jetzt aber ich. Nein, Sie. Ach so, jetzt. Ja, ach so, jetzt. Ja, aha, bitte, Was haben Sie soeben gesagt? Ich hatte nur, Jetzt, wieso? Weil Sie es vergessen hatte. Weil ich es vergessen habe. Ja, was denn? Was Sie gesagt haben, was ich genau, nix. Nix? Ja, nix hätte ich vergessen. Nein, Sie, er hatte ja gar nichts gesagt. Ja, das weiß ich doch. Ja, wie kann ich es noch vergessen? Das verstehe ich ja nicht. Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Ich jetzt neu
ich? Ach so, ja, ich hätte Ihnen nie vergessen, was er nicht gesagt hat. Bitte, jetzt bitte, das fragt doch nicht ganz Zeit. Ach, bleiben Sie doch beim Thema. Bitte, jetzt doch und bitte, ich will nur wissen, ja, was ich nicht gesagt habe. Ja, ich denke nix. Wieso haben Sie dann aber bitte gesagt? Han ich gesagt, haben Sie gesagt. Ja, ich hätte es jetzt auch wissen. Ja, was habe ich noch vergessen, was Sie gesagt haben? Ich jetzt neu, ich eben. Ich hatte gesagt, bitte eben, und das hatten Sie vergessen. Ach, wie Sie mir jetzt da drauf kommen. Bitte? Was habe ich gerade nicht gesagt? Ach so, nix. Ja, man lacht, ne? Aber vergessen ist ja allgemeines deutsches Gedankengut. Guck mal, ich hätte zum Beispiel jetzt als Beispiel, vergesse ja zum Beispiel leidenschaftlich gerne Dinge, weil ich sie mir dann immer wieder erzählen lassen kann. Wenn ein Gespräch da mal nicht weitergeht, hat man trotzdem noch was zu sagen. Was habe ich mir im Leben, wo ist denn jetzt meine Brille, bitte? Was habe ich mir im Leben alles schon alles eingeprägt im Leben, weil ich Sachen vergessen habe, ohne mich an sie zu erinnern. Das ist etliches, da fällt mir im Moment überhaupt gar nichts ein. Ach, glauben Sie, es wären viele Ehen noch gekittet, wenn die Leute sich an alles erinnern würden im Leben, nicht? Da wäre doch, wo ist denn meine Brille noch einmal? Da wäre doch keine Wahl zu gewinnen, wenn die Leute nicht über ein gut funktionierendes Vergessen verfügen würden. Und die Grundlage für dieses Vergessen, wo ist denn die Brille, sind ja die Nervenzellen, die Information aufbewahren und nie wieder hergeben. Das ist dann, da waren doch gerade noch, ach, da sind sie. Ja, das ist Biologie, ja. Da habe ich vieles vergessen, was ich heute noch gut gebrauchen kann. Denn guck mal, mein ganzes Vergesserungsvermögen, ja, ist ja wie bei jedem vergesslichen Menschen eines der wichtigsten Überlebensmerkmale des Lebens im Leben. Ja, weil das Leben ist ja auf Überleben angelegt. Naja, auf Leben nicht so sehr. Gucken Sie mal, wenn Sie heute einem sagen, er stirbt in 5 Jahren. Ich meine, das ist auch noch bis hin. Ne? Der macht doch 5 Jahre nichts anderes, wie dass er sich überlegen tut, wie er am besten den Todestag überlebt. Ne? Aber Leben tut er doch nicht mehr in diesen 5 Jahren. Ja? Und so ist doch mit dem Leben ganz genauso. Guck mal, wie oft sitze ich manches Mal gemütlich am Abend im Leben im Sessel. Ne? Und erinnere mich gerade intensivst, ach Gott, denke ich mir dann, wo hast du, also ich zu mir gesagt, ich denn du jetzt, ich meine Brille. Habe aber nicht vergessen, dass ich sie im Garten vergessen habe. Aber das erinnert mich eben auch immer dann in solchen Fällen, ich bin doch nicht blöd. Ich gehe doch nicht im Dunkeln in den Garten. Da falle ich im Dunkeln noch über die Brille. Die geht kaputt, mich reizt, dass ich sie gefunden habe. Nee, vielen Dank, du. Und wenn ich das ganze Haus absuchen muss, nachts gehe ich nicht in den Garten, Brille hin und her. Und so ist doch mit dem Leben ganz genauso. Ich vergesse gezielt, punktuell, wo meine Brille, wo meine Vergangenheit wäre, wenn mir die Umgebung unangenehm wäre, in der sie zu finden. Wäre, naja, wäre kommt natürlich noch dazu. Ne? Wie bequem ist es, habe ich auch so ein bisschen gelernt aus der hohen Politik, reuig zu sein über eine Beteiligung am Krieg vor 50 Jahren, damit man im Dunkeln der Gegenwart die Beteiligung heute auch einfach mal liegen lassen kann. Sie geht nicht kaputt, weil keiner drauf tritt. Aber, guck mal, Vergangenheit suchen wir ja nur immer nur punktuell ab. Denn Vergangenheit geht ja in der Erinnerung immer nur um Augenblicke. Sie geht ja niemals um ganze Jahre. Ja, von einer Vergangenheit bleibt in der Erinnerung immer nur ein Hauch, ein Lächeln, ein Blick, eine Berührung. Ach Gott, hör doch auf, ist ja lächerlich. Da ist noch nichts kaputt, da kann man noch alles reinlegen, bevor man selber reingelegt wurde. Ja, ich erinnere mich an meine Brille punktuell. Sag mal, wo ist eigentlich meine Brille jetzt?
Was denn, wo sie mal war, aber im Moment nicht zu finden ist, denn es wäre mir ja alles unangenehm, was ich mit Brille sehen müsste. Ich müsste aufräumen, bloß weil ich sehe, dass dreckig ist. Ich muss grüßen, wen ich gar nicht mag. Ne, ohne Vergangenheit, ohne Brille bin ich nutzbrillend, nutzbringend. Wo ist denn jetzt meine, Gott noch mal, wo ist denn jetzt meine was? Was habe ich jetzt vergessen? Jetzt habe ich überhaupt vergessen, was ich vergessen habe. Wenn ich mich nur an einen Teil der Gegenwart erinnern könnte, hätte ich auch einen Teil meiner Brille. Ich meine, das Gestell würde ja reichen, der Rest hängt ja mit dran. Ja, es ist gleich was anderes. Ich kann es Ihnen noch mal anders erklären. Gemeint ist das punktuelle Erinnern, gerade am Beispiel Demokratie, weil wir es vorhin davon hatten, nicht wahr? Haben wir so schnell wegerinnert, immer in Deutschland, weil wir auch nicht so viel davon haben. Mehr wie diese Entmündigungsvorgänge, wie heißt das gleich? Wahl, mehr wie Wahl, eben mehr wie Wahl. Ist doch nicht drin, hätten wir mehr an Mitspracherecht. Mensch, wir bräuchten ja Jahre und Jahrzehnte, um uns an diese paar Jahre Demokratie zu erinnern. Aber so ist Meinung bei uns eben nur ein Aufstand, nicht? Wer bei dieser Regierung nicht dafür ist, ist nicht dagegen, sondern Staatsfeind, nicht wahr? Ein Krawall auf dem kleinen Schlossplatz kommt ja heute dem Einfall in Afghanistan gleich, nicht wahr? Und wird auch so behandelt. Hört doch auf, Albin, selber ist egal. Nee, nicht wahr? Da bricht das Deutsche im Deutschen raus, ja? Und Gnade im Gott, wollen Sie haben? Nee, Entschuldigung. Gnade im Gott, der Deutsche ist nicht für die Umstürze oder die Reformen oder die Veränderungen des Deutschen, aber dann rechnet ihm die Regierung, also das Deutsche, die rechnet ihm aber was vor. Das kann ich Ihnen auch gerade mal vorrechnen. Nur so als Beispiel, dass Sie davon was haben. Bloß als Beispiel. Ich kenne mich aus, Sie brauchen mich bloß nicht fragen. Jetzt passt immer noch. Jetzt bloß als Beispiel einmal gerechnet, dass Sie da etwas davon hin. Zum Beispiel mit den Veränderungen mit der Steuer. Ja? Ja, da heißt doch jetzt von jedem großkotzig, das wäre eine Steuerlüge. Das ist doch gemein. Kohl und Weigel können ja gar nicht gelogen haben. Weigel wäre sonst der erste Schein in der Serie der neuen Banknoten, der gefälscht wäre. Das geht ja gar nicht. Weil bisher gibt es bloß 10er, 100er und 200er. Falsche 50er sind ja noch gar nicht im Umlauf. Ja, ja. Ja, ja. Dass die alte DDR hot ernährt wäre Misse, das war ja jedem klar. Aber dass sie gleich das bare Geld fressen. Ja. Und immer mehr Steuern brauchen als Abführmittel. Mittlerweile ist Deutschland ein Schuldenhaufen von 2000 Milliarden. Das ist ja 2 mit 12 Nullen, das ist ja praktisch das gesamte Kabinett. Also, ja, ja. Hm? Und die haben natürlich jetzt die Steuer herumgerissen. Und jetzt sieht es unterm Schnitt etwa folgendermaßen aus. Bloß, dass ihr mal da seht, wie sich das rechnet jetzt unterm Schnitt. Bloß als Beispiel, ich kenne mich aus. Jetzt passt bitte auf. Also, bisher war es so gewesen. Ein Direktor hat gehabt im Jahr 200.000 zum Beispiel und spart sich 40.000. Ja. Ein Verkäufer hat im Jahr 20.000 und spart sich nicht 40.000. sondern bloß 1.000. Das ist doch sozial ungerecht. Eben, jetzt nehmen wir die neue Steuer vom Weigel. Jetzt spart sich der Direktor 40.000 und noch die 1.000 vom Verkäufer dazu. Und der Verkäufer wird dafür gar nicht mehr mit den Sparungen belastet und kann seine Steuer voll vom Lohn abziehen. Und das kapieren viele nicht. Ja. Dabei ist doch so granatemäßig einfach. Denn es solle doch mir gewinnen, mir, das Volk soll gewinnen. Der Staat darf ja als gemein nichts nutzt nichts. Verdienen bloß das Volk und das Volk gewinnt ja auch. Es muss bloß vor dem Gewinn, wie bei jeder Verlosung, einen hohen Einsatz bezahlen. Für die Einheit von Deutschland. Und da muss man sich dann derweil angucken im Fernsehen, Jugoslawien und Russland zerfallen, beneidenswert. Steuerlich beneidenswert. Gell? Denn hier ist es nur noch eine Umverteilung von oben nach oben.
Ja, weil bei der Steuer steckt auch wieder wahnsinnig viel Blüm im Detail. Und im Detail steckt aber die Post. Ja, man denkt immer, wie hängt es bloß alles zusammen? Aber es hängt, wenn Sie nämlich bei der Steuer 1 sparen, geben Sie bei der Post 2 aus, merke 3, behalte Weigel, hole Schwarzschilling herunter und behalte den Blüm im Auge. Was? Das ist Mengenlehre, ist doch ganz bekannt. Mengenlehre, ja, wenn Sie 3 Minister haben und lassen alle drinnen, kommt nichts raus, es bleibt aber auch nichts übrig. Ja, 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 ja. Denn die Ärgernisse Post und Steuer haben viele krank gemacht. Und genau da kommt jetzt das Gesundheitswesen. Das hat ja der Blüm jetzt letztes Jahr erst zu Schande gebracht. Das war aber auch notwendig, weil Gesundheit hat sich ja keiner mehr leisten können. Gut, jetzt kann sich keiner mehr Krankheit leisten, aber deswegen gibt es ja die Reform. Ne? Da hat man jetzt die Lebenszeit verkürzt. Da hat man die Zahl der Zähne von 32 auf 15 beschränkt. Hörgeräte gibt es nur noch in Verbindung mit Ohren. Und Kontaktlinsen nur bei Heirat. Dafür sind aber Arzneipreise heute Festpreise. Also wenn Sie doch noch einmal eine Apotheke betreten sollten, machen die immer eine kleine Fete. Und wenn Sie nach all diesen Änderungen ohnmächtig werden, bleiben Sie bitte liegen, weil das wird künftig groß geschrieben, die Fürsorge für Gebrechliche, also praktisch für die gesamte Regierung, ja? Ja. Die mühselig versucht, das Volk an Sachen zu erinnern, die sie selber vergessen haben, nicht? Und wundern sich dann, dass Leute, die zum Beispiel arbeitslos sind, sich auch noch daran erinnern, dass sie arbeitslos sind, zumal es für sie ja noch gar keine Vergangenheit ist. Also warum sollten sie dessen gedenken, nicht wahr? Und zumal ja die Regierung sich immer aus dem Alten ernährt. Ja, sie regeneriert sich ja immer aus dem alten Potenzial. Also was mal dritt in den Hintern gekriegt hat, wird gerne wieder als führender Kopf angewendet. Lambsdorff. Ha, gell? Die FDP hat doch so einen uralten Wählerstamm. Uralter Wählerstamm. Ja, die haben ja gehabt 1950 in Baden-Württemberg zum Beispiel, ich glaube 25%. Davon haben bei den letzten Wahlen 1991 nach 40 Jahren noch über 7-10% gelebt. Das ist doch klasse. Ha? Ah, ja. Ja. Und das hat der Lambsdorff alles live miterleben dürfen. Hat er eigentlich immer noch Ausgang? Ha? Natürlich, er ist ja am Wochenende immer noch Freigänger. Ja, weil sonst müsste ja heute noch die ganze FDP ihre Parteitag hinter skandinavischen Vorhängen verbiesen. Ich war immer für den Lambsdorff, immer. Immer, man kann nicht bloß Schwerverbrecher begnadigen. Man muss auch Leichtverbrechern wieder die Möglichkeit zur Tat verschaffen. Ja? Und für jeden Steuerzahler ist doch Lambsdorff eine unerträgliche Folter. Ja? Die deswegen nicht bewältigt wird, weil Lambsdorff für das Vergangene ja nur gedungen war. Was denn? Oder gediegen, ist egal. Das ist egal. Die Ausführenden sind in Deutschland immer schuldlos, wenn ihr Posten hoch genug ist. Die Hintermänner, also in diesem Fall FDP, die sieht man zwar täglich im Fernsehen, ja, ja, aber man fasst sie nicht. Bitte? Man fasst es nicht, Entschuldigung. Denn man hat nämlich jetzt schon bei einer Urinprobe bei Lambsdorff Reste von Steuerhinterzug gefunden. Ja. Ja. Er ist nämlich, wie heißt man das im Sport, Anaboler Stereotyp. Ja, er kommt immer wieder. Wie alle, die einmal das Recht gebrochen haben, in Deutschland immer wieder kommen. Lambsdorff, Zimmermann, Strauß auch damals. Barschel jetzt natürlich nicht, weil in Deutschland muss sich nach einer Tat immer erst einer umbringen, bevor er nicht wiederkommt. Nein, das ist keine Aufforderung an Lambsdorff. Lambsdorff soll leben, ja. Ah, und nicht mal schlecht. Ja. Wenn ich an Lambsdorff denke, wissen Sie, da lässt mich doch Helmut Kohl
Zack, zack. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Jetzt lassen Sie mich doch noch mal einen Satz zu Ihnen sagen. Vielleicht sind es auch drei. Dann habe ich ihn wirklich hinter mir. Komm her, ich kann ja doch nicht anders. Also pass auf. Nee, er hat doch jetzt letztlich wieder irgendwas erklärt. Was war das denn nun wieder gleich? Irgendwas hat er letzte Woche erklärt. Was? Herr Kohl hat irgendwas erklärt. Ach so, die Regierung. Natürlich, die Regierungserklärung. Das war auch Zeit nach 9 Jahren, nicht wahr? Und da war doch, wir haben doch alle drauf gewartet, was sagt er zur Lage in der Sowjetunion, nicht wahr? Und da, er hatte ja schon mit Boris Jelzin telefoniert und mit Gorbi natürlich auch und hat natürlich seine Meinung darüber. Was sagt er? Und da stellt er sich also hin, nicht wahr? Und er, man versteht ihn ja auch immer erst nicht, aber das war ganz eindeutig. Und er steht also da, nicht wahr? Und sagt also wörtlich, im Bundestag, nicht wahr? Waren alle ganz, wie Sie jetzt auch. Stehst du da und sagst, ich glaube, dass wir beide brauchen Boris und Jelzin. So, aber ich komme da. Oh Gott, er hat ja einen Wortschatz von 500 Worten. Vielleicht sind es auch nur 480. Ich habe es nie nachgezählt, nicht wahr? Und man fragt sich doch, wie ist das möglich? Bei uns lacht doch jeder, ja? Na, Sie auch, ja? Na, ich hab's ja, na. Bloß im Ausland lacht doch kein Mensch, ja? Haben Sie Gorbi schon mal über Kohl? Lachen Sie? Das, nee, das kommt durch die Dolmetscher. Die wären doch ihren Job los, wenn die wörtlich übersetzen, was der sagt. Schnitt, wir müssen das nochmal machen. Komm her, das hat keinen Zweck. Sie haben ja mich schon zum Lachen gebracht, nicht wahr? Nee, das, so geht es nicht, das geht nicht. Nee, Sie bitte, wir müssen es einfach, wir drehen das, wir machen den letzten Satz jetzt nochmal. Das war, von mir war es nicht so gut, ja? Nee, Sie waren prima, nur von mir. Wir drehen, Sie tun so, wie wenn Sie den letzten Satz überhaupt nicht gehört haben. Ja, und so müssen Sie auch reagieren, das ist ja klar. Nicht so viel, aber genauso wie eben. Sie haben sich gemerkt, wir fangen mal. Und, Kohl hat ja einen Wortschatz von 500 Worten. Na, vielleicht sind es auch nur 480. Ich habe es nicht nachgezählt. Und man fragt sich doch, wie kann das sein, dass bei uns jeder lacht und im Ausland lacht kein Mensch? Das kommt durch die Dolmetscher. Die wären doch ihren Job los, wenn die wörtlich übersetzen, was der sagt. Schnitt, nee, nein. Das geht wirklich so, wir müssen es nochmal machen. Sie haben ja vor den Dolmetschern gelacht und nachher überhaupt nicht mehr. Ja, mich stellt es doch mal. Das machen wir nochmal, bis es sitzt. Kohl hat einen Wortschatz von 500 Worten. Vielleicht sind es auch nur 480, ich habe es nicht nachgezählt. Und man fragt sich, wie kann das sein, dass im... Dass hier jeder lacht und mir auslacht, lacht kein Arsch. Das kommt durch die Dolmetscher. Die wären doch ihren Job los, wenn die wörtlich übersetzen, was der sagt. War prima. War sehr gut, so können wir es lassen. Wir machen weiter. Und worüber wir jahrelang Witze gemacht haben, das erweist sich jetzt als Glücksfall. Mensch, was eine Gnade, dass Kohl keine Fremdsprachen spricht. Wir werden fertig mit ihm. Wir wählen ihn trotzdem. Aber im Ausland, na, und im Ausland ist ja nur gut, dass keiner lacht. Das ist ja nur für die Einheit, war es doch nur gut. Guck mal, was hat er zum Beispiel, was war es von Vorteil, dass Gorbi sich mit ihm so verstanden hat? Weil er ihn nicht verstanden hat. Obwohl man da wirklich auch mal konstatieren muss. Guck mal, in diesen ganzen Begegnungen Kohl-Gorbi, da hat sich ja bei Kohl so viel getan. Wir haben doch immer behauptet, ich hab's auch gesagt, ich bekenne mich, hab auch gesagt, Kohl sitzt bloß in Bonn rum und sitzt da alles aus. Und alles. Nicht? Und auf einmal, wenn er auf Gorbi traf, merkte man plötzlich Donnerlittchen noch eins. Nein, und er bewegt sich doch. Ja? Oder ist es die Erdrotation? Man weiß. Wenn Kohl auf Gorbi traf, dann wurde er ja immer schier zum Russen. Wenn er so weitermacht, dann muss man noch aufpassen, dass er nicht bis 94 mit den russischen Truppen aus Deutschland verschwinden muss. Nein, das ist nicht wahr. Was kein Unglück wäre natürlich. Na, für mich schon, das können Sie sich denken, aber so.
Allgemein, weil der Deutsch war ja immer schon das Schicksal der Russen. Immer. Katharina die Zweite war ja deutsch, Marx war deutsch und Kohl soll ja auch deutsch sein. Aber das werden sie erst merken, wenn auch da wieder alles schiefgelaufen ist. Jetzt müssen wir uns noch mal vor Augen halten, einfach uns reicht's. Wir lachen, wir finden ihn toll, nicht wahr? Vor allem, wenn er an Festreden reden muss. Das ist ja so kostbar, wenn er schriftlich vor sich hat. Das kann fast nicht passieren. So 3. Oktober, jetzt Einheit, ja, oder 1. Mai, aua, nicht wahr? Oder ganz beliebt natürlich auch bei mir, Sie wissen schon, was gemeint ist, natürlich, ich traue es mich immer schon gar nicht mehr zu sagen. Hör auf, ich kann ein Silvester. Aber Sie, wenn der wirklich mal gehen muss, dann muss das vertraglich gesichert werden, dass er Silvester weiterspricht, sonst mache ich nicht. Nein, nein. Das. Da ist er auch so toll, ja? Er macht's dann auch so klasse. Er sitzt dann immer so schmissig da. Ich darf es gerade mal vormachen. Ich brenne ja schon den ganzen Abend drauf. So sitzt er da, so sitzt er da, so sitzt er da. So. Bitte, was denn, was denn? Andersrum natürlich, ja, ja. Obwohl er selber gar nicht merken würde, aber egal. Dann sitzt er so da, so diese royale Schmissigkeit, ja? Dieses etwas angespannt lässige, so. Ich glaube, sie nehmen ihn einfach beim Fernsehen und knallen ihn so hin, da bleibt er. Und dann sitzt er so da, seine königliche Hohlheit. Seine königliche Kohlheit der Bundeskanzler. Seine honigliche Kohnheit der Bundeskanzler. Was ist denn nun los? Na, konisch stimmt doch jetzt aber. Er läuft da nach oben spitz zu. Ich tue immer, wie wenn ich überrascht wäre, nicht wahr, damit ich auch noch was davon habe. Ich denke immer, was ist denn das bloß? Epiphanias, 6. Januar, was machen die drei Könige an Silvester? Die drei sind einer. Ein Kohl, souverän sitzt er da mit vollem Tonausgleich. Er spricht da ja immer ganz leise. Und immer dasselbe, das ist das große Geheimnis. Kohli van Tutte. So alt treibt's bloß Kohl. Vor allem in dem, was er nicht sagt. Ja? Weil er es sprachlich gar nicht über die Lippen bringt. Das ist ja das Irre. Ja, vielleicht haben Sie schon mal, wenn Sie mal zuhören, diese Pantomime des Wortes, diese Nonverbalität des Gesprochenen, unbeschreiblich. Sie starren auf diesen Apparat, Fernsehapparat nochmal, und sehen, wie die Lippen sich bewegen, hören alles und verstehen kein einziges Wort. Toll, ja? Und er zieht dann auch immer so an der Krawatte, haben Sie schon mal gemerkt? Und gleichzeitig geht die Zunge oben raus. Ja, jetzt komme ich doch. Deswegen zieht er ja hier, damit oben die Zunge rausgeht. Ja, ja, da hat er noch nicht gespannt, dass da keine Verbindung besteht. Aber egal, ja. Aber auf diese denkwürdige Art, sich darzustellen, da kommt es natürlich dann zu ungeheuren Missverständnissen und auch zu Zwiespälten. Was hat er sich am Anfang der Regierungszeit überworfen mit allen Großen der Welt? Mit Gorbi, das wissen Sie ja, wie er sich mit Gorbi, aber auch mit Bush, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mit Bush, da hat er sich, das ist eine ganz berühmte Geschichte, also ich kenne sie jedenfalls. Ich kann sie gerade erzählen, wenn Sie kein Interesse haben. Die Amtszeit von Bush begann, also er wurde gerade gewählt, November 88, große Affäre, und es war der Tag der Wahl von Bush gerade gewählt gewesen, in dem Augenblick, also es war spät am Abend, Kohl war extra aufgeblieben, es war abends um 9, und er strömt als Masse in dieses Studio, da sitzt der ehrenwerte Herr Kronzucker, sitzt dort, als Journalist und fragt Kohl, nun sagen Sie doch mal, Herr Kohl, sagt er, und der Kohl auch gleich gemerkt, dass er gemeint war. Im Kopf hat er es ja drauf, nicht wahr? Sagen wir, Herr Kohl, und der Kohl, er war schon ganz begierig, jetzt darf er wieder. Sagt der Kohlzucker, was bedeutet es für Sie, sagt er, dass der Bush gewonnen hat? Ja, eben, doch, eine schlichte Frage. Für uns.
Worauf der Kohl wörtlich, wirklich wörtlich drauf sagt, ich habe nichts dazugegeben, wirklich, wirklich, es war überhaupt nicht notwendig. Wörtlich drauf sagt, sagt er, also was besonders, sagt er wörtlich drauf. Es bedeutet für mich zuerst einmal, dass ich Herrn Busch sehr gut kenne. Na, macht ja nichts. Ist doch egal. Das hatte der Kronzucker auch nicht ganz kapiert. Da hakt er noch mal nach, der blöde Hund. Und sagt doch er zu dem Kohl, und was bedeutet es für Sie philosophisch-politisch? Gefährliche Frage, gerade bei Kohl. Dass der Busch gewonnen hat, worauf der Kohl wieder wörtlich, wörtlich drauf sagt, also was bedeutet, sagt er wörtlich drauf, die Amtszeit von Busch, er macht das so, ich kann auch nicht dafür. Wirklich, er spricht das N immer draußen, was soll ich denn machen? Mir wird's immer nass davon, aber bitte sehr. Also, hör auf jetzt. Die Amtszeit von Busch, Teufel nochmal. Die Amtszeit von Busch. Nee, so kann ich nicht arbeiten, Kinder. Das, wirklich. Okay. Die Amtszeit von Busch fängt da an. Die Amtszeit von Busch fängt da an. Von Busch fängt da an. Oh, so krass. Wo die von Regen geendet hat. Naja, ich kann nicht mehr, da kohlen wir, das sind Schmerzen, ach, da kommen wir alle nicht mehr mit, Sie, das ist nicht bloß höhere Philosophie, das ist höhere Gewalt, das liegt natürlich auch daran, dass Deutsch immer schon seine zweite Fremdsprache war, wir müssen da durch, ich kann Ihnen da auch nicht helfen. Kohl heißt einfach, die eigene Schmerzgrenze zu bejahen. Und weil man auch immer was Neues noch erfährt. Jetzt sind doch schon 8 Jahre Kanzler. Sind es 9? Mir kommt es vor wie 8, also jedenfalls. Neuer Kanzler. Und immer noch was. Ich habe zum ersten Mal erfahren, wie er jetzt wieder im Sommer war. Bei Gorbi war er doch gewesen, in Kiew, glaube ich. Und da hatte, zum ersten Mal habe ich von ihm erfahren, so durch die Blume, dass er was mit den Augen hat. Nicht sie, er, ja. Obwohl man bei ihm immer denkt, man sieht nicht richtig, wenn man ihn hört. Nein, er. Er hat das mit den Augen, weil er sagte auch wieder wörtlich, er hätte so Spaß gehabt zu sprechen mit Herrn Gorbatschow unter 4 Augen. Ja, Moment, man kann sich sowieso nicht vorstellen, aber Dolmetscher einbegriffen und seine Frau und Frau Kulbatschowa waren auch noch dabei. Aber wie er das berechnet bei 4 Augen, da bleibt ja gar keins für ihn übrig. Komm mal. Nicht? Und da wundert man sich immer, dass ihm der Durchblick fehlt. Komm, hör auf. Und weil Kohl über das alles nicht spricht, wenn er redet, sind einfach seine Neujahrsansprachen zu einem Symkohl der Zeit geworden. Wirklich, Kohl ist das, was übrig bleibt. Das ist wirklich wahr. Weil sich ihm ja auch nicht entgegenstellt. Die SPD redet nur noch mit Engholmzungen. Nicht wahr? Naja. Nicht? Die haben ja mit Björn den Notnagel auf den Kopf getroffen. Nicht? Ist ja immerhin die letzte Pfeife in der SPD. Sonst raucht doch keiner mehr bei denen. Nicht wahr? Und die SPD ist nicht zum ersten Mal eine Engholmacherin. Was die an eigenen Ausgeburten schon alles abgetrieben haben, aus purer sozialdemokratischer Indikation, nur damit sie überleben können. Komm, deswegen stehen sie auch immer so extrem hinter ihren jeweilig sehr extremen Kandidaten. Jetzt hinter Engholm, nicht? Aber dann stehen sie ja so hinter ihm, dass Engholm, wenn er die mal was fragen möchte, nicht wahr?
und sich umdreht, denkt, oh Gott, nee, was, so sind die denn wohl alle? Aber eben, da stehen sie ja schon wieder hinter ihm. Wenn die SPD in ihrer Kanzlerauswahl die Brillanz und Eindeutigkeit besäße, die ich in ihrem Programm so schmerzlich vermisse, dann wäre eine dolle Volkspartei, ja? Aber so bieten sie einfach zu viel an. Wie? Und je mehr einer anbietet, umso weniger Wähler hat er. Kohl bietet nicht viel an. Aber man kann sich's merken. Naja, ja. Deswegen ist Kohl derjenige, der übrig bleibt. Kohl ist praktisch das, was von uns und von ihm übrig bleibt. Im Moment ist er vielleicht nicht sehr brauchbar, aber archäologisch äußerst wertvoll. Ja. Wollen Sie Kohl aufgeben für ein bisschen Demokratie mehr? Was soll denn das? Ja. Die Demokratie in Deutschland war sowieso von Anfang an immer nur eine Staatsform. Nicht von Staatsinhalt ist doch niemals die Rede gewesen. Und dieser Staat ersinnt sich immer neue Formen in diversen Kanzlern. Da ist jeder mal dran, nicht wahr? Damit wir uns als Volk dagegen ausdrücken können. Ja. Wobei aber, wenn ich sagen darf, die Betonung liegt auf Drücken. Welche Malerei entsteht aus Druck? Welche Lieder aus Protest und welche Poesie entsteht aus Angst? Es gibt gerade in der Kunst bloß Diktatur, ja? Eine Diktatur wie Russland ist deswegen heute so unkunstvoll, weil sie einfach schon viel zu demokratisch ist. Gorbatschow, wir wollen uns erinnern, nicht wahr? Hatte immerhin einmal Sacharow nach sich reden lassen. Wann würde Kohl mal einem Schriftsteller das letzte Wort erteilen? Nicht? Wann hätte Bush mal einen Dissidenten nach sich zugelassen? Nein, Sie, die Menschenrechte, die wir meinen, sind nicht die der Menschlichkeit, sondern, ja, wie soll ich sagen, der modernen Demokratie. Ja? Was sind denn bei uns Meinungsfreiheit? Vermummungsverbot? Aber das ist auch nötig, Sie, gell? Wenn meine Alte die autonome Gurkenmaske zur Nacht drauf tut. Da denke ich, hatte ich doch mehr wie Ordnungswidrigkeit. Obwohl, bitte, Vermummung ist immerhin der Versuch, unkenntlich an etwas beteiligt zu sein. Na, also, was im Ziel nicht friedlich ist, stimmt nicht ganz, gell? Wie viele Kohls und Genscher sind ganz kenntlich an etwas beteiligt, wie Raketen oder Waffenhandel, und da fragt man sich doch, reicht es überhaupt noch Vermummung weg? Ja? Kann man dem Staat wirklich noch sein Gesicht zeigen, oder wäre nicht die Stirne angebrachter, wenn es heißt, bessere Justiz sind Kronzeugen, Datenschutz ist Personenabgleich, ne? Und wenn uns freie Wahlen bloß noch Kohl und Kohlsorten bringen. Aber das liegt doch an uns Menschenskinder, ja? Weil wir für unsere Grundrechte, für unsere Menschenrechte, für unsere Demokratie ja nicht mal mehr unbequeme Fragen stellen. Wir gehen höchstens noch hin und lassen uns überraschen, aber immer herzlich gerne, und fragen maximal noch, da, wo kriegt man da das Geschenkle? Was denn geschenkt? Da steht, ich soll kommen. Das ist eine Wahlbenachrichtigung. Ha ja? Ja, da sind Sie richtig. Im Kopf, nein, zum Wählen. Ja, und was sind Sie da so, Wieso da? Zum Auswählen. Ach so. Sie können hier nur Parteien wählen. Ja. Ja, wo wäre die noch? Wo wäre das? Bitte? Sie wählen in der Kabine. In ihrer Kabine? Ja, Aloy, mit ihrem Wahlzettel. Das ist mir unangenehm. Wieso denn? Ach, das ist so intim. Naja, Sie kommen ja gleich wieder raus. Ja, und wenn es doch einer sieht? Das macht jeder so. Ist das so peinlich, was man da auswählt? Nein, Sie machen ja nur Ihr Kreuz. Weiß man das jetzt so? Kreuz, ja. Innere Kabine. Verricht ich mein Kreuz? Ja. Ist das nicht eine Sauerei? Sie wählen doch nur eine Partei. Aha, und welche nehme ich da? Sie haben freie Wahl. Aber man zahlt nichts. Nein, Parteien sind überhaupt nicht zu erwerben. Na, wer's wähle umsonst? Nein, die Parteien. Die kriegt man umsonst? Nein, Sie wählen die Parteien umsonst. Noch jetzt gar keinen Sinn. Doch, wo wäre der?
Sie geben der Partei ihr Kreuz. Ach, ich geb? Ja. Noch ich doch umsonst. Sie machen doch nur das Kreuz. Kommt mich das nicht einmal da, ja? Das ist eben Wahl. Und welche wähle ich da? Das ist geheim. Ach, ich darf's noch nicht einmal wissen. Sie müssen es wissen. Ich weiß nix. Wenn Sie es wissen, dann machen Sie Ihr Kreuz. Na, ist ja nämlich geheim. Wieso denn? Weil ich's noch weiß. Sie können es ja gleich wieder vergessen. Aha, ja. Und wofür wähle ich noch? Für die Partei. Und wir fahren's dir? Die haben doch ihr Kreuz. Aber die du jetzt gleich wieder vergessen. Wieso denn? Ich denke, es wäre geheim. Ja, das heißt doch bloß, wie soll ich mich ausdrücken, meine Kinder? Sie wählen inkognito. Auf frischer Tat. Was Sie meinen, ist in flagranti. Soll ich wählen? Nein! Sie wählen ohne Namen. Ich han doch ein! Ja. Aber es weiß keiner. Pff. Wie geht es? Sie geben ihr Kreuz bekannt. Unbekannt, ja. Und umsonst, ja. Und ich krieg nix, nein. Auch umsonst, ja. Meine, Sie bin da richtig, ja. Wenn das rauskommt, da kommt nie was raus. Na, wähl ich gar nicht. Wieso denn? Na, ist ganz geheim. Aber die Partei braucht ihr Kreuz. Na, soll die Partei, die mich will, soll kommen und bei mir ihr Kreuz machen. Obwohl es ja völliger Unfug ist, wissen Sie? Denn Demokratie ist bei uns immer das Gegenteil, ja? Alles ist gegangen auf die Straße wegen Raketen, kein Mensch rüstet ab. Nu geht keiner mehr, nicht? Ja, Jubel, ja, jetzt wird abgerüstet. Dankeschön, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Vielen Dank, nicht wahr? Demokratie ist immer das Gegenteil, immer. Bis zur Einheit war es so, war es immer so, dass die Alliierten mitreden durften. Ich war immer die anderen, sofern sie nicht deutsch waren, nicht? Und seit der Einheit ist es eben so, der darf mitreden, der noch deutscher ist. Bloß, was ist das Deutsche? Ist ja furchtbar schwierig herauszukriegen. Was ist das Deutsche? Ja? Ist derjenige Deutscher, der besser berechnen kann? Ja, das wären wir Wessis ja auf jeden Fall, nicht wahr? Ja, schon lange vor der Einheit haben wir ja das ausgetüftelt, dass wir viel dran verdienen. Schon vor der Einheit, bloß zum Beispiel. Das will ich hier nicht haben. Bloß zum Beispiel, jetzt passen wir, bloß zum Beispiel. Hängen ja bloß zum Beispiel 800.000 ehemalige Bundesbürger, hängen ja Ansprüche an Land in der alten DDR. 800.000. Jetzt pass auf, das ist ja pro Bundesbürger mindestens 150 Quadratmeter mal 800.000 Bundesbürger durch 150 Quadratmeter mal 800.000 durch 150 durch 150.000 mal 800 Bundesbürger durch 150, Merke 3, behalte 1, hole Deutschland herunter, sind 120.000 Quadratkilometer Land an Ansprüch von uns an die alte DDR. 120.000! Ja, pff, DDR hat ja bloß 108.000 Kett. Da können Sie sich ausrechnen, dass die DDR für bundesdeutsche Ansprüche im Grunde genommen viel zu kleu war. Also, wir haben ja den Kaufvertrag, den Staatsvertrag, Entschuldigung, haben wir bloß deswegen unterschrieben, weil wir uns das ausgerechnet haben, dass wir einmal später die DDR um ein Vielfaches weiterverkaufen können, zum Beispiel an die Japaner. Die haben in letzter Zeit so viel Geld ausgegeben für Kunst und Kultur. Und die alte DDR ist ja so alt und so im Originalzustand. Ah. Die bringen eine ganze Menge und wir verdienen ja an allem. Wir verdienen ja sogar bei der Einheit, sogar verdienen wir in Wahrheit an der Steuererhöhung. In Wahrheit. Das muss man halt bloß gescheit rechnen können. Das kann ich Ihnen gerade mal erzählen. Bloß, ich kenne mich aus. Pass auf. Plus zum Beispiel, wie wir verdienen an der Reste. Plus zum Beispiel, jetzt pass auf. Jetzt haben Sie ja zum Beispiel das Benzin erhöht um 25 Pfennig, der Liter Benzin haben Sie erhöht um 25 Pfennig, der Liter Benzin. Um 25 Pfennig haben Sie das erhöht, um 25, der Liter Benzin, um 25 Pfennig jetzt. Jetzt kostet das Benzin, der Liter, 1,20 Mark bisher sowieso. Plus 25 Pfennig sind 1,20 Mark, plus 25 Pfennig sind, sind etwa 1,50 Mark. Ohne Taschenrechner. Minus Fehlerquote, ohne Taschenrechner, sind 1,20 Mark plus 25 Pfennig minus Fehlerquote sind etwa, wie gesagt, etwa 1,45 Mark. Mal 10 Liter auf 100 Kilometer,
Durchschnitt mal 10 Liter, 1 Mark und 45, na, 10 Liter, das sind 10 etwa ohne Taschenrechner, 14 Mark und 50. Durch 100 Kilometer, Durchschnitt sind 14 Mark 50, durch 100 Kilometer sind 14,5 Pfennig kostet mich der Kilometer, per Benzin für mich 14,5 Pfennig. Jetzt, passt sie aber auf. Bleib ich sitzen, ich komme. Jetzt kostet aber, jetzt haben sie erhöht, die Einheitsgolfkriegs kosten Pendlerpauschale auf 65 Pfennig der Kilometer minus 14 Pfennig der Kilometer fürs Benzin ist ein Reinstverdienst von 51 Pfennig der Kilometer verdiene ich an der Steuererhöhung. Man muss halt rechnen können. Ja, ja. Und deswegen haben wir so schnell die Einheit dahergewählt, um viel dran zu verdienen, weil jeder sagt, es geht so schnell, es geht so schnell. Ja, glauben Sie, umsonst sind wir das einzige Land, wo es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen hat. Was heißt da Tempoeinheit? Gell? Das tausendjährige Reich war Rom in 12 Jahren. Deutsche Geschichte war immer schon etwas kürzer. Ja. Beantwortet eben nicht, wer Deutscher ist. Das war ja die Frage. Ja? Ist derjenige Deutscher, der sich einfach auf der Demokratie besser eingerichtet hat? Ja, das wären ja die Ossis wieder, nicht wahr? Die haben sich innerhalb von einem halben Jahr, haben die sich auf der, also aber auf der Bequemlichkeit der Demokratie so festgesetzt, na komm, komm, oh, komm, also komm, noch 2 Wahlen und die Wahlbeteiligung liegt ja in der alten DDR unter der Anzahl der Personen, die auch bei der SED hätten frei auswählen dürfen. Ja, wir träumen eben auch die Demokratie gesamtdeutsch nur mit deutschen Untertiteln, weil wir die Originalsprache nicht sprechen. Verstehst du? Wir kennen sie, aber wir können sie nicht. Weil der Deutsche sich immer wünscht, das zu sein, was er mal war, als er sich gewünscht hat, das zu werden, was er gerade ist. Auch, ich habe es auch lange nicht begriffen. Aber wir sind demokratisch ergraut. Da geht man am Morgen des neuen Deutschland nicht mehr zu Tiffany. Die Demokratie, bringen Sie uns mal bitte ans Bett. Ja? Von da aus können wir Deutschland am besten zugucken. Ist der aber Deutscher, der besser zuguckt oder der zugucken lässt? Ist der Deutscher, der sich aufmachen wollte nach Berlin oder den Regierungswitz am Rhein vorgezogen hat? Ja, ja, bitte. Na, hier gesagt, Berlin ist in die Vergangenheit flüchten. Nein, es war vor der Gegenwart Bonn kapitulieren. Denn ist doch klar, guck mal, Berlin hat Vergangenheit, das wissen wir alle. Judenverfolgung und Nazitum und Zerstörung und Großmannzucht, das ja. Aber Bonn hat doch auch seine Verdienste erworben. U-Boot, Bestechung, Waffenexporte, Chemiegas. Ja, das ist doch was. Ja? Wir wollen die Gegenwart nicht verleugnen, aber in Berlin muss die Nation mit der Vergangenheit auf die Couch. Freud. Nicht? In Bonn wäre sie ja mit der Gegenwart im Bett geblieben. Ja. Couch ist Therapie, aber Bett ist unheilbar. Nicht? Ist der Deutsche, der einfach sich ins Bett legt, sagt, bitte unheilbar, bitte keine lebensverlängernden Maßnahmen? Man weiß, wir können Demokratie und das Deutsche nur aus der Negation begreifen, das auch bezeichnen. Ja? Wir können einfach nur sagen, was ist das Deutsche nicht? Also nicht, unter gar keinen Umständen ist ja das Deutsche, was ist dieser Gleichheitswahn? Das hat der Wahnsinn gewesen an der DDR. Ja, dass sie alle gleich, glücklich und selig hinmachen wollen, und zwar gleich. Ja, und hin gar nicht kapiert, dass Glück und Deutschsein bloß aus der Ungleichheit kommt. Was habe ich davon, wenn ich in Trabi hand und Frau Prisnitz von nebenan auch? Aber hat sie keinen, dann steigert meine Häme mein Glück ins Unermessliche. Ja. Das hat die DDR nie kapiert. Das Menschliche am Glück, das Glück und Deutschsein, nur kommt aus der Fülle des Habens und dem Bedarf des anderen. Der Wunsch nach Wiedervereinigung, ich bitte Sie, da war der Wiederwunsch zu fliegen. Ja. Welcher Mühsal bedarf es zu fliegen? Aber kein Vogel wird doch jemals erahnen können, was es bedeutet, fest und sicher auf Erden zu sitzen, und dann nur, danach nur zu hungern, durch die Lüfte zu entsteigen. Welchem Glück und welcher Leichtigkeit es gleicht, über Täler und Seen schweben zu wollen und sich danach zu sehnen, an Baumkronen entlang zu kreisen. Welche Wonne darin liegt, die Wolken berühren zu wollen. Und welche Enttäuschung, wenn nur der nasskalte Regen in den Händen zerrinnt. Wissen Sie, wie man schläft, wenn man keine Träume hat? Aber wissen Sie auch, wie man lebt, wenn man das ohne Träume tun muss? Ja, wollen wir die Träume der Wünsche aufgeben? Wir wollen doch nicht das Wasser sein, das frei und aufgelöst das Bett hinunterschwimmt. Und nicht der Baum, der stark dem Winde trotzt. Und nicht der Wind, der über alle Welten fegt. Aber wir wünschen es.
in die Tiefe des Meeres atemlos hinabzugleiten oder über die Sonne zu huschen. Wie höllisch müsste das sein? Und wie grenzenlos herrlich ist die Vorstellung davon. Die Einlösung der Wünsche ist schon, dass wir sie haben dürfen. Das Leben ist Hoffnung, Erwartung, Tod ist Nierfüllung und Sein, ist in den Schattenzonen des Schlafes. Keine Welt wird je dem Wunsche gleichen. Wieso sollten wir aus ihr eine Ware machen? Kein Vereinter wird doch jemals nachempfinden, was es bedeutet hat, fest und getrennt in Ost und West zu sitzen und sich danach nur zu sehnen, in ganz Deutschland zu sein, statt dann hier jetzt nebeneinander herzulaufen. Nee. Der Wunsch ist immer schöner als alles Wahre. Und wie schön wäre es doch dann auch gewesen, wenn man sich als zwei Nationen mal zwischendrin staatsbesucht hätte und der Wind die beiden deutschen Fahnen so zusammengeweht hätte, dass sie als eine nur erschienen wären und man sich hätte fragen müssen, wen empfängt eigentlich Deutschland? Kommt denn nie einer an? Ah, ich gehe jetzt, ich gehe. Denn wisst ihr, jetzt kommt ja das noch dazu. Wir haben ja jetzt in Deutschland angefangen, dass wir sogar Waffen liefern an Israel. Ja, gut, die ganzen privaten Waffenlieferer sind allmählich alle aufgeflogen. Das hat einmal Bund selber machen müssen. Aber wer hätte gedacht, dass sogar der Bund zu blöd ist, sich von sich selbst nicht erwischen zu lassen? Jahrelang geht man auf die Barrikaden gegen Tornado und gegen Jägermeister in sich. Ah ja, wer weiß, was da oben am Himmel alles für Melkmaschinen umeinander fliegen. Ich habe mir neulich erst aus den Beständen der NVA eine Heckenschere besorgt. Drum knattert die immer so eigenartig. Und schneiden tut sie ja erst nichts. Und alles bloß, weil wir mit der Einheit ein solches Endlager aufkauft hätten, hat denn zusätzlich zu der ganzen linken Vergangenheit von Trieber kommt ja unsere Erzrechte auch wieder hoch. Der linke Schalk hat den rechten Schalkal-Strauß-Defies verschoben. Der Barschel muss noch einmal im eigenen Posthumus wählen. Man hat immer gesagt, kriegt die Regierung in Bonn arbeitet fundiert. Wer hätte geahnt, dass damit gemeint ist, dass sie in Wahrheit im Untergrund wirken? Die SPD, das weiß man ja, die hat ja jahrelang nach der Pfeife von Moskau getanzt. Aber die CSU, ja, christliche Stasi-Union Bayern. Boah, die hat ja nach den Pfiffen von Ost-Berlin ganze Ballette uraufgeführt. Und Kohl hat natürlich wieder mit Keim gesprochen, nicht? Aber er redet auch sonst viel, ohne was zu sagen. Da kann ich doch gehen. Nicht? Ja, Entschuldigung. Nicht? Entschuldigung, denn wir dürfen das ja als Wähler wieder ausbaden. Weil wir haben ja die gewählt. Mir müsste das alles putzen und mir fehlt gerade jegliche Putzfrau. Jugoslawien ist ja nur noch am Waffenstillstand feiern mit Schusswaffen. Und Putzfrauen waren ja für mich bisher immer bloß Jugoslawen. Da ist mir das übrigens bei der Gelegenheit auch egal, ob das eine Kroatin ist oder eine Serbin oder eine böse oder herzige Govina. Hauptsache es ist sauber. Ja. Jetzt sind die da unten am Aufräumen, ich kann selber wischen. Was muss meine Putzfrau auch eine eigene Republik haben, frage ich sie. Da gehe ich doch. Na ja, zumal die sich ja den Verfall schon touristisch überhaupt gar nicht leisten können. Gucken Sie mal, ich war ja jährlich da drunter zum Urlauben. Ja gut, da gab's natürlich dann viel Völker. Aber die sind doch nach 4 Wochen alle wieder abgereist. Und wir haben immer geguckt, dass wir zu denen und zu uns unsere und ihre Unabhängigkeit bewahren. Wir haben prinzipiell bloß gefestet und gegessen und deutsche Lokale. Obwohl man es verstanden kann, wisst ihr. Weil wir haben ja schon bei uns in jeder Kleinstfamilie in Deutschland größte völkerkundliche Konflikte. Allein zwischen meiner Frau und mir gibt seit Anfang der Ehe einen langen ethnischen Konflikt. Ja, weil sie ist ja in Zuffenhausen gebürtig und ich bin in Weidendorf zuzüglich gewählt. Ja.
wirklich unüberbrückbar. Schon, dass mir denselbe Pass hängt, stört mich wahnsinnig. Sie bleibt einfach für mich in Weilendorf ein Asylant. Deswegen feiere ich ja heute noch praktisch täglich nach, vom 3. Oktober her, den Tag der deutschen Gemeinheit. Ja, weil die Einigkeit der Deutschen gegen Ausländer wird ja immer inniger. Für Ausländer ist doch Deutschland mittlerweile ein Land der fleißigen Sekretärinnen. Ja, wir bieten doch gerade möglichst viele Anschläge in der Minute. Aber die Asylanten verhalten sich ja sehr christlich. Sie heben brav die linke Backe hin, wenn sie mal ein Rechter geschlagen hat. Weil nach den Skinheads sind ja noch etliche Politiker auch noch in den Heimen eingefallen. Der Weizsäcker. Der war ja sowas von stockbetroffen, sie. Wer im Heimatland gefoltert wird, der hat sich doch nicht automatisch deswegen für unser Land qualifiziert. Wir haben hier keine Menschlichkeit zu verschenken. Ja, wir haben selber so wenig davon bei uns. Der Grad von Menschlichkeit ist halt gesättigt in Deutschland. Der eine mag keinen Spinat, der andere mag keine Ausländer. Was ist da so eingegangen? Gorbi hat ein großes Verständnis gehabt von Anfang an schon. Der hat schon zu uns, also zu Honecker damals, sind ja wir mittlerweile, hat er damals schon gesagt, wer zu uns kommt, den bestraft das Leben. Hab ich selber verhört, denn zu den Asylanten kommen ja die Aussiedler auch immer noch da daher, die hier ihre Notunterkunft verrichten. Gut, alle Menschen werden vielleicht Brüder, aber bitte nicht alle Deutschen. Da kommt der Wahn der 1000 Jahre wieder. Hitler hat die ganzen Deutschen in alle Welt transportiert. Jetzt kommt die ganze Welt nach Deutschland. Danke, ich gehe. Zumal ich ja auch gar nicht fertig wäre mit der Antitrauer. Ja, denken Sie mal, sie lebt auf 3 Quadratmeter. Auf einmal erstehen Ahn und Urahn wieder auf. Jeder Tote, der zurückkommt, ist doch ein größerer Schock wie die Trauer um ihn. Und diese Deutschen, das ist doch das Brutale an uns Deutschen. Die waren doch für uns gestorben, sicher aufgebahrt im Osten. Trauer ist doch bloß der Ausdruck von Sicherheit, dass keiner zurückkommt. Wenn der letzte Krieg einen Sinn gehabt hat, dann doch den, dass die Deutschen verstreut bleiben in der Welt. Wo blieben sonst die Toten aus dem 30-jährigen Krieg? Und ich vermisse auch die Ostgoten. 30% der Amis sind deutschstämmig. Aha. Guten Morgen, Amerika! Wie sieht denn das aus? Wie sieht denn das aus da? Deutsche und Türken zusammen auch. Wie sieht denn das aus da? Das vermischt sich doch. Das verrasst sich doch, gell? Ich bin auch gegen Ausländer im Land, weil sie den Ausländerhass fördern in Deutschland. Warum überhaupt Ausländer im Land? Warum sind wir uns denn nicht fremd genug? Aber guck mal. Ich bin ja nicht bloß gegen Ausländer im Inland. Ich bin auch gegen Ausländer im Ausland. Guck mal, im Sommer, da fahrt ja so viele Deutsche fahrt in Türkei ra. Hinunter zu uns. Fahren Deutsche in Türkei hinunter es. Ist halt ein Unglück, wenn man nicht Deutsch versteht. Da fahren Deutsche runter, da runter. Ja, glauben die Herren Türken, da stehren sie nicht, oder was? Naja. Der Ausländerhass darf doch an der Grenze nicht Halt machen. Deutschland den Deutschen, aber Türkei halt auch den Deutschen. Gell? Bloß die Frage halt, ob wir so schnell wieder einen Hitler finden, den wir für unsere Zwecke missbrauchen können. Ja. Obwohl, so gefährlich kann ja das Dritte Reich gar nicht mehr werden mit Krieg und das und es geht gar nicht, im Krieg ist gar nicht da. Wir haben ja schon fast alle Waffen an die Dritte Welt exportiert, gell? Ja, da muss man auch an die Jugend denken, guck mal, gell? Wie soll sie aus der Geschichte lernen, wenn sie nicht wiederholen darf?
Ha ja, und so brutal kann sich ja ein Hitler bei uns gar nicht wiederholen. Hanoi, ist gerade der Karre da. Hanoi, die Autobahnen sind ja schon fertig. Ha ja, ha ja. Deswegen mal ganz überlegt zuschlagen. Erst mal Ausländer raus, dann Arbeitslose raus, Behinderte raus, Alte raus, Deutsche raus. Nein, halt, nein. Nein, mir war, glaube ich, in Ordnung. Da muss ich noch einmal nachschlagen. Mir war, glaube ich, in Ordnung. Wir können bleiben. Nein, wir können bleiben. Wenn wir Deutsch sind, können wir natürlich bleiben. Ich bitte Sie. Wenn wir nicht mehr sind, wer soll unsere ganzen Gedenktage abhalten? Wer soll unsere Vergangenheit immer wieder heraufbeschwören? Und wer soll für uns und bei uns immer noch neue Widerständler finden? Ja? Denn je näher die Zeit voranschreitet, umso weiter oder umso näher kommt ja auch für die Vergangenheit, für die Verfolgten des Nach-Nazi- und des Nach-SED-Regimes. Ja, Filbinger, Waldheim, Honecker, Mielke. Da gibt es ja etliche, die warten heute noch auf eine Entschädigung für ihre Gutmachung des Dritten Reiches und der DDR. Ja, das Honecker zum Beispiel sagt doch ganz klar, er war bitte völkerrechtlich anerkannt. Deswegen, wenn man ihn verknackt, muss man Kohl auch verknasten. Kohl hat Honecker persönlich in Bonn versteckelt. Auf dem roten Teppich, nicht mal drunter. Oh, drauf. Ja, Schuld ist wie Geld. Wer viel hat, kann auch viel ausgeben davon. Aber hier geht es ja erstmal um Demokratie. Guck mal, der Staat ist das Volk. Und für den Staat büßt natürlich auch das Volk. Bei der Steuer durch Blechen, nicht bei der Umwelt durch Ausschläge und bei der Vergangenheit durch Knast. Die Kleinen hängt man, natürlich hängt man die Kleinen, natürlich, der Binsen weiß eigentlich, aber wenn sie groß sind, kriegt man sich mehr zu fassen. Wenn sie groß sind, dann sind sie hier nur noch Marionetten in den Händen der Befehlsempfänger, die ja erst durch ihre Tat, durch den ausgeführten Befehl Honecker und so weiter so brutal gemacht haben. Honecker, Mielke, Schalk, ja, na ja, Gott, die hatten vielleicht in der DDR das Sagen, das kann schon sein, aber Tausende von Phobos hatten doch das Tun. Die wahren Gefährlichen sind doch nicht Hitler, Stalin, Honecker sind doch nicht gefährlich. Honecker hätte sich doch von keinem Grenzer je befehlen lassen, einen Todesschuss abzugeben. Na Mensch, deswegen hat er es doch selber befohlen, weil er es nicht übers Herz gebracht hätte. Ja. Die großen Ideen und Ideale wie Rassenhass, Völkermord, Schießbefehl, ach, pff, das kann jeder haben. Man muss es praktizieren, um schuldig zu werden. Deswegen stehen ja auch 4 Mauerschützen vor Gericht und nicht Honecker, weil der Mensch kann nur richten über Menschen. Die Schuld von Unmenschen entzieht sich seiner Gerichtsbarkeit. Ja. Tja, bitte, wenn der kleine, dressierte Pinscher zubeißt, ja Mensch, da wird doch der Hund erschossen und nicht das Herrchen Honecker. Das Volk ist doch immer das Gleiche. Das Volk gehorcht hier und gehorcht dort. Das hat der Kohl schon vor Jahren gesagt, wörtlich und natürlich wieder. Vor Jahren schon hat er ja uns gemeint mit und heute gemeint, wörtlich sagt er, na erst bitte, wir sind nicht besser, wir haben nur keine Gelegenheit. Oh, ja. Stimmt nicht ganz, nicht wahr? Wir haben ja Gelegenheit heute, nicht? Wir können heute weggucken bei Asylanten, bei Ausländern, bei Waffenexport, bei Chemiegas. Kein Jude soll mehr durch deutsche Hand sterben. Also gucken wir weg und schicken Gas und Panzer zu den Saudis in Irak. Die machen das ja viel besser wie wir, nicht wahr? Unser freiheitlicher Rechtsstaat lässt uns die Möglichkeit offen, wegzugucken beim Iran oder bei China. Aber, und das ist ja das Irre heute, wir können auch hingucken. Ganz freiheitlich. Ja? Wir können hingucken und weggucken. Das wird sprachlich mal saumäßig schwer, wenn wir in 50 Jahren mal unseren Türkenhass feiern müssen. Als mögliche deutsche Wiederholungstäter. Und in jedem Wiederholungstäter steckt ja ein potenzieller Deutscher. Ja. Die Welt muss endlich kapieren, dass der Deutsche keine Not braucht, um gefügig gemacht zu werden. Dass mir die Judenfrage wahrscheinlich auch nachgebracht hättet ohne Hitler. Bitte, was ist denn? Wir halten doch wenigstens doch Gedenkreden für Sie ab, das reicht doch wohl, nicht wahr? Denn Gedenkreden sind in Deutschland was ganz Kreatives. Gedenken heißt ja, dass man auch mal, wie soll ich das sagen, am blödesten, den Opfern die Schuld zukommen lässt. Nein, nicht passiv, um Gottes Willen, aktiv. Bitte, um Gott, das war ganz missverständlich. Aktiv, also Gedenken heißt auch mal die Opfer ranlassen an die Schuld. Ja, ihnen, wie soll ich das sagen, ihnen die Schuld leicht machen, sie auch schuldig werden lassen, das ist es. Verstehst du?
Das ist die Formulierung, ja? Wenn Sie zum Beispiel, das ist alles immer nur als Beispiel gedacht, das ganze Leben ist im Grunde nur ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel Folter leisten an Frauen und Kinder, mit Planierraupen Menschen vergraben. Nein, das ist nicht unsere Geschichte. Nein, 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 das ist, nein, 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 das ist Israel. Ist auch sehr deutsch. Ja, 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 wisst ihr, die wollen ja jetzt auch schon wieder Palästinenser beschneiden. Im Lebensraum, mein Gott, noch einmal. Gut, sie sind auch eingeengt, aber sie geben es halt zurück. Gewalt und Gegengewalt. Ja. Israel ist entstanden aus Zionismus. Aber wer hätte denkt, dass nachdem der Judenhass die Nazis zusammengehalten hat, der Hass der Juden auch einmal sich selber zusammengehalten hat? Obwohl, Semi heißt ja halb. Da ist Antisemitismus schon das halbe Judentum. Die Gewalt lebt immer weiter, auch in den Unterdrückten. Das ist halt, wenn man aus einer Religion einen Staat macht. Wenn der Jude Land wird, braucht er natürlich selber wieder Juden, die er aus dem verbrochenen Land vertreiben kann. Wiedergutmachung hat immer ihre Opfer. Und seit der Herr das Meer für sie geteilt hat, ja, glaube sie vielleicht, die teilt noch Land mit irgendwem im Leben. Oder? Die Idee von Groß-Israel ist doch von uns Deutschen hinrichtend bekannt. Das Angenehme ist halt für uns Deutsche, dass wenn da unten etwas passiert, von Israel aus, also nicht dagegen, das ist ja klar, dass wir dann endlich als Deutsche dann nicht empört sein brauchen. Denn wer selber Not und Grauen gebracht hat, ja, der muss natürlich auch den Opfern das Grauen gewähren, ist doch klar. Ist halt bloß komisch, dass gerade das auserwählte Volk dem nicht Herr wird, ne? Wo sie doch mit einem Bein in der Bibel standen. Aber das hat man ja schon mal gehört. Ne? Irgendetwas hat man damals auch nicht gelesen und da hat man sich gewundert. Aber es heißt Auge um Auge, Rache, Backe, Gewalt. Das ist uraltes Testament. Ja, da steht nämlich nichts, dass der Herr gnädig wäre. Aber wer liest schon die Bibel? Ne? Man weiß, die Juden haben den Herrn gepachtet, aber das ist doch gerade, der fühlt sich ausgetrickst. Und das Gemeine an den Juden ist halt, die müssen für ihren Trick immer viel bezahlen. Guck es mal, den Amis schenkt der Herr die Einfall zum Lebensgenuss und Supermacht. Den Juden gibt er Wüste und Karges. Den Deutschen schenkt der Herr die Einheit und den Wiederaufbau, den Israels die PLO, den Scheichs gibt das Öl und den Juden Gaza und Manna, das ist doch gemein. Das ist klar, da schlägt Knecht Israel den Herrn halt immer mal wieder zurück. Die wollen selber wer sei. Das Göttlichkeitsgefühl im Menschen hat immer noch zum Terror geführt und die Menschlichkeit außer Kraft gesetzt. Selig sind die Gottlosen und Yom Kippur wird zum Verhöhnungstag. Da brauchen wir doch bei uns gar nicht den Papst an die Wand zu malen, nicht wahr? Denn der Papst ist doch für ein Leben ums Verrecken, nicht? Na, 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 er sagt doch auf alles, sagt er doch Gebären. Hunger und Gebären, Volksexplosion und Gebären, AIDS und Gebären. Na Mensch, das läuft doch alles auf Tod raus. Weil Religion bringt immer den Untergang. Wann hätte sie jemals Leben hervorgerufen? Sie bringt nur den Lebenden was, die sich am Untergang beteiligen. Das ist ja unser Irrglaube in Deutschland auch, dass wir hier glauben, wir glauben überhaupt nichts. Wir glauben, wir könnten zum Beispiel Saddam oder den Ayatollahs, ach Gott, wo sind sie? Naja, man muss ja aufpassen, nicht wahr? Wir glauben, wir könnten denen in Glaubensfragen nichts entgegensetzen. Aber wir verfolgen mit unserem Wirtschaftsglauben auch mörderische Ziele. C-Waffen, Atom, Panzer. Deswegen sagt doch die Wirtschaft bei uns, sie hat zwar für die Ayatollahs, für Saddam kein Verständnis, aber bloß vom Wort her, nicht von der Tat. Weil Sanktionen können natürlich umgangen werden. Ja, pff, jede Schuld kann umgangen werden. Da machen wir die Schuld lieber selber, weil in Schuldfragen haben wir beste Referenzien. Gegen den Glauben ist kein Gott gewachsen. Und Religion kennt keine Menschenrechte, weil sie bloß Gott kennt. Bei denen heißt er Allah, bei uns heißt er Wirtschaft, Pech geht. Ja, Glauben heißt doch, Glauben heißt für das religiöse Sterben zum Kennen. Aber Zilifisation heißt halt bei uns, für das weltliche Sterben zu lassen. Und da hat doch zum Beispiel Saddam wahnsinnig viel von uns gelernt. Hat es sich ein großer Wächtler. Das haben Sie doch gesehen im Golfkrieg. Jahrelang hat sich die EG nicht geeinigt auf keine Umwelt und kein Verrecken. Saddam hat uns befreit in einer Nacht. Da waren wir plötzlich einig gegen den. Und das hat er ja so radikal wächtlich gemacht.
dass am Schluss schon Allah sich fünfmal am Tag in Osten geneigt und zu Saddam gebetet hat. Ja, ja. Und ob es jetzt bei uns in Europa Demos sind oder ziviler Ungehorsam oder sonst etwas, Gewalt wäre doch immer das richtige Mittel in der Politik. Bloß ich frage mich halt, wisst ihr, wenn es mit Saddam geht und Gaddafi und Ayatollahs, wieso geht es im Inland dann nicht auch? Wann nimmt die Bundesregierung endlich einmal diplomatische Beziehungen auf zu Christian Klar und andere inländische Terroristen? Die Botschafter können sie doch immer wieder gleich abziehen. Aber für die Wirtschaft wäre das klasse. Ja? Schon damit sie den Glauben an sich selber nicht verlieren. Deutsche Wirtschaft, oh, immer oben, immer oben, immer oben, nicht wahr? Und da ja die Demokratie sehr auf dem Vormarsch ist, gerade auf der Welt, muss sich natürlich die Wirtschaft einklinken, das ist doch klar. Denn die Wirtschaft nimmt doch Demokratie sehr wörtlich. Ja? In ihr, also in der Demokratie, hat ja wirtschaftlich gesehen jeder Einzelne oft viel, viel mehr Rechte als alle zusammen. Und natürlich hat der mehr Rechte, der sich benachteiligt fühlt. Nicht? Wenn er zum Beispiel, was weiß ich, Glas statt Plastik herstellen muss. Ja, nur bitte, Glas fordert erstmal Arbeitsplätze. Also ist dieser Zwang, Pfand auf Plastik zu erheben, um das Glas durchzusetzen, eigentlich rechtswidrig? Weil bei uns schon die Marktwirtschaft über dem Menschen steht. Die Freiheit steht hoch über dem Leben. Ganz normal erläutern an einem Beispiel, an der Nordsee-Verklappung zum Beispiel. Hat man sich immer problemlos berufen auf das Grundgesetz, das Recht auf freie Meinungsäußerung vorsieht. Und oft ist eben die Meinung der Industrie Müll. Ist doch in Ordnung, ist doch gut, in Ordnung. Da ist die Rechtsprechung bei uns ganz klar und lässt den Tätern, Sanders, Imhausen und so weiter, da kann man zu zählen, so viel Zeit, bis sie ihre Schuld auch zu Ende gebracht haben. Bloß nicht vorher eingreifen, schön fertig machen lassen. Ja, da brauchen wir uns gar nicht erheben drüber, so ist das gar nicht gedacht. Nein, gar nicht, wirklich nicht. Nein, gar das hätte doch jedem von uns auch passieren können. Wir hätten auch an Imhausens Stelle sein können. Wir haben Glück gehabt, ja. Wir sind eben nicht in den Fall gekommen. So genau, was Kohl sagt. Wir sind nicht besser, wir haben noch keine Gelegenheit. Das ist es doch. Wie viele von uns werden nur deswegen nicht zu Mördern, weil sie nicht Passendes zur Hand haben? Na, sind sie deswegen keine? Wie viele von uns bleiben Demokraten, weil sie nichts Passenderes zur Hand haben? Sind wir deswegen welche? Ich bitte Sie. Da können wir doch gar nicht mitreden, weil uns der Gesamtzusammenhang fehlt. Guck mal, Demokratie heißt doch auch mal diskutieren drüber, abwägen. Aber da muss man doch alle Oppositionen kennen. Wir können doch gar nicht mehr durchblicken. Das ist doch unüberblickbar. Wir nehmen es auch immer diese ungeheure Geschichte mit dieser Marktwirtschaft, mit den Östrogen und Hormonen. Wie heißt das im Deutschen? Kälber- und Schweinedoping. Das ist es. Jeder, der nicht davon versteht, sagt, huch, das gibt Krebs, 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 das gibt Krebs. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel kein Kalb esse, dann mache ich doch in der Zeit was anderes. Ne? Zum Beispiel atmen. Was ich da in der Zeit für Krebs einatme, das übersteigt ja den Krebs vom Kalb vielfach. Da kann ich praktisch mit dem Kalb noch meine persönliche Krebsrate regelrecht senken. Und für Notfälle habe ich immer eine Hausapotheke parat. Da habe ich fürs Kopf hier habe ich eine Einwegsuppe. Die macht Bauchweh, dann nehme ich einen Pressack dafür. Der macht Krampfadern, die löse ich auf mit drei Salatkartoffeln. Die geben zwar Haarausfall, aber ich habe ja noch kein Dessert gehabt und die Götterspeise enthält sogar ein Mittel gegen Schuppen, also geheilt und noch satt geworden, was nicht mehr. Ja. Man muss jetzt auch einfach mal umdenken. Ne? Zum Beispiel vom Apfel nur den Wurm fressen. Das kann gesünder sein. Oder Brot nicht mehr ohne Beipackzettel kaufen. Ich habe neulich Sesambrot gegessen, vielen Dank. Da waren Nebenwirkungen Völlegefühl, Unzuchtgefahr, vorübergehende Erblindung, Schwarzfärbung und tatsächlich, ich komme ja nicht mehr los vom Sesambrot. Um mir den Stoff zu besorgen, könnte ich kriminell werden. Wenn ich durch den Genuss von Sesambrot nicht überhaupt schon bin, da ist ja die psychiatrische geschlossene Abteilung auch oft nicht weit. Naja, weil man doch immer Angst haben muss, wenn man sagt, man hat jetzt mal Hunger und will was essen, da denkt doch heute gleich jeder, ach Gott, der will sich umbringen.
und ist suizidgefährdet. Nee, so, wo ist eigentlich meine Brille, sag mal? Suizid ist kein Wirkstoff wie Herbizid, Fungizid. Suizid ist das, was wir seit Jahren mit uns machen, mit Luft und Essen und Wasser. Das Ende an und für sich, an und für uns. Und das wird auch notwendig sein, denn wenn wir mal zu viel Östrogene und Hormone gefressen haben, ah ja, na Gott, wer schlachtet dann uns Not? Wo ist dann die Brille nochmal? Wissi, was nützt uns der Mensch und was nützen uns seine Menschenrechte, wenn das, was uns umgibt, ja überhaupt keine Menschenrechte hat? Und selbst ist wie bleich ich bin im Tee. Im Gesicht im Tee. Und kein Tee im Gesicht. Selbst ist. Ja, das kommt bloß durch das scheiß Ozon, sie. Wenn's Ozon noch größer wäre, ich kenn schon recht verbrannt sein und braun sei, es kenn schon recht warm sei auf der Welt da. Ha ja, so viele Leute werden jedes Jahr gelagert in Rimini am Strand. Boah. Das machen die doch nicht wegen dem Ozon nicht. Die wollen braun werden, die sind alle dagegen. Früher waren die Scheiterhaufen waren den Hexen vorbehalten. Heute hat auch der kleine Mann etwas Hexenhaftes, da darf er braten am Strand auf hier. Das Glück des Deutschen ist immer schon braun gewesen. Man darf es ja nicht mehr am Herzen tragen, dann tragt man es auf der Haut. Ha ja, ha ja. Na, sagen Sie, die Weltmeere täten steigen um 3 Millimeter im Jahr. Ach komm, 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 komm. Das sieht man ja mit bloßem Auge gar nicht. Und wenn uns das Wasser bis zum Halse steht, das täten wir mit bloßem Auge gar nicht sehen. Weil wir nicht wollen. Wir sehen zwar die Prognosen, aber wir wollen doch sicher gehen, bevor wir zu früh nichts dagegen machen. Denn wir glauben ja nur, was wir wissen wollen. Und wir wissen nur das, was wir glauben. Was wir nicht glauben können, das wollen wir auch nicht wissen. Und was wir wissen, das glaubt uns doch keiner. Ich glaube halt nur, dass uns Natur allmählich zu viel kostet, das glaube ich. Guck es mal. Allein die Umstellung von Sprei auf Spree hat die Industrie 100 Millionen gekostet. Das heißt also, die Erhaltung von Natur und Umwelt kommt nicht teurer wie ihre Vernichtung. Also es lohnt sich die Natur überhaupt nicht, marktwirtschaftlich. Und dann ist eine ungeheure Macht auch. Die Eisberge schmelzen, die Menschen verbrennen, die Meere steigen, wegen einer simplen Spraydose. Wenn ich als Einzelunwesen mit einer einfachen Dose so viel Macht habe, das täte sich jeder Diktator wünschen, in Gottes Namen, da mache ich es doch auch. Ja? Was heißt nach uns die Sinnflut? Eben nicht Sinnflut, eben nicht Präsenz. Perfekt, nach uns war sie schon, ganz perfekt. Nach uns bloß noch Warflut. Warflut und Star war. Nach uns war alles, aber das war's dann auch. Wo ist dann die Brille? Was ist denn? Ah, da hab ich. Ja, ja, da. Da hab ich sie schon. Denn wissen Sie, vom demokratischen Standpunkt her können wir uns der Demokratie überhaupt nicht mehr erlauben. Denn die Rechte des Menschen sind unbelastbar. Durch Verklappung und Ölpest und Waffenexport haben wir heute eine Diktatur der Demokratie und können eigentlich Demokratie nur noch auf diktatorischem Wege durchsetzen, wenn wir nicht vor die Menschen gehen wollen. Demokratie, das ist eine nette Sache natürlich, aber wir gehen drauf dabei. Nein, nein, ich will das überhaupt nicht zuschreien, obwohl vielleicht schreien sollten, weil wir keine Luft mehr kriegen. Wir können nicht mehr atmen. Aber ich will es Ihnen nicht zubrüllen. Wir brauchen keinen starken Mann, der tobt und rast. Es kann ein ganz schwacher sein, der leise kommt und leise bleibt und der freiheitlich-diktatorisch unsere Demokratie lebt, in der alle überleben können, weil sie die Rechte gewisser Einzelner beschneidet. Aber es muss einer sein, der vor der Freiheit der Einzelnen die Freiheit des Einzelnen gewährt. Demokratie hört auf, wo die Freiheit Einzelner zum Zwang aller wird, wo man sich für die Freiheit auf den größten gemeinsamen Tod einigen muss. Demokratie ist Kompromiss, das ist wunderbar. Das Leben kennt viele Kompromisse. Aber es geht ja gar nicht mehr um das Leben. Es geht nur noch um das Überleben. Und das ist viel einfacher zu beantworten als das Leben selbst. Denn für das Überleben gibt es keine Kompromisse. Wie einfach wir es heute haben, nicht?